Hallo ihr Lieben, euer Girl, Silvia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summoner 2. Wir sind auf der Insel von Timur, haben die gesamte Insel erkundet, die sehr interessant ist. So ein bisschen Dschungel, Abenteuer-Vibes und halt diese mystischen Statuen von den Wormlords von Tiomura, die irgendwie ihre Tochter damals geopfert haben. Ja, da gibt es auch noch viele Quests mit und auf der Insel haben wir Fallen entschärft und unser Piraten vorbeigekämpft. Das war schon richtig actionreich. Das Spiel begann auch mit einem Piratenangriff auf das Schiff der Königin von Halassa, nämlich Maya, die wir hier vor uns sehen. Und mit diesem Sturm, The Tempest. Und der Sturm wird auch noch wichtig im Laufe dieser Prophezeiung, im Laufe der Story. Wartet es einfach mal ab. So, und wir sollen Prinz Nero finden. Und hier ist auch schon sein Versteck. Ein Pirat hat das gedroppt und damit kommen wir auch rein. Wie verschlossen. Ich hab doch den Schlüssel. Ich hab doch den Schlüssel. Was soll das denn jetzt hier? Das ist ja interessant. Ich meine, wir haben den Versteckschlüssel. Trotzdem geht's da nicht rein. Vielleicht muss auch Maya öffnen. Das weiß ich jetzt nicht. Komischerweise nicht. Sehr interessant. Da werde ich mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Und euch dann schneiden, wenn ich was gefunden habe. Bis gleich. Wobei, Leute, ich glaube, ich bin dumm. Ich glaube, das muss man mit der Kreistaste aktivieren, was natürlich ein bisschen doof ist. Ich meine, wenn ich den Versteckschlüssel schon ausgewählt habe, dann will ich nicht irgendwie die Kreistaste drücken. Aber ja, so ist es leider. Das ist halt wie mit den Zaubern. Alles, was man da unten ins Menü holt, sei es jetzt ein Zauber, ein Gegenstand oder ein Item, aktiviert man mit der Kreistaste so auch den Schlüssel. Oh. Ja, das Spiel ist alt und an manchen Stellen nicht gut durchgedacht. Leider. Trotzdem liebe ich das Spiel. Zurück zu Prinz Neos Versteck. Wieso zurück? Wir waren noch nicht mal da. Prinz Neos Versteck. Krasses Schiff. Eure Gefolgsleute sind verärgert, mein Fürst. Warum? Weil ich nicht zulasse, dass sie Kinder ermorden und die Tochter des Fischers schänden? Ihr seid zu weichherzig. Sie fürchten euch nicht. Ich werde nicht ewig Prinz Nero bleiben. Eure Leute mögen ja zufrieden sein, aber Munaria ist weit weg. Wir sind viele und ihr seid allein. Ich habe festgestellt, dass sich das Blatt stets zu meinen Gunsten wendet. Jackie Chan. Voll die geile Martial Arts Cutscene. Voll geil gemacht für damals, oder? Die Cutscene. Und der hat an seinen Zopf irgendwie eine Klinge dran gemacht. Muss ich auch mal im Real Life machen. Coole Idee. Feier es. Spiel natürlich wieder mit Sangreal. Oh, ich glaube, wir können jetzt mal ein bisschen schießen. Oh, wir haben jetzt sogar Verstecken. Wie geil. Und wir haben das Gift. Oh, shit. Leute, das wird richtig episch jetzt. Solo-Modus beginnen. Schleichen. Dann schleichen wir mal. Kept you waiting, huh? This is Snake. Ein bisschen was hat's von Metal Gear, wenn man so schleicht. Gerade später gibt's wirklich Schleichmissionen mit Sangreal. Tja, und so kann man die Gegner einfach cheesen. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Wenn man schon eine Assassine mitgenommen hat, kann man das auch eiskalt ausnutzen. Du hast da was. Wo denn? Du hast ein paar Schwerter im Rücken. Das wollte ich damit sagen. Das ist so cool. Also wirklich, Sangreal mit der coolste Charakter im Spiel. Wir kommen schon so früh im Spiel. Klar, wenn man schleicht und so,
könnte man den ersten Eindruck haben, dass sie nicht so gut ist, weil die wenig Energie hat, schnell stirbt und alles. Ich glaube, der hat mich gesehen, ne? Du hast mich gesehen, du Affenarsch. Ja, später gibt es eine Fähigkeit, wo man wirklich komplett lautlos ist. Gut, Maya, dann komm mal her. Gut, dann nutzen wir jetzt mal Nachtschatten. Das ist ein Gift, was die Gegner blind macht. Und blind heißt, die Gegner können nicht mehr richtig zielen und treffen nicht und alles easy going. Das war richtig geil. Und natürlich nicht verpassen, zu leveln. Gift. Schlangengift auf Level 3, ja. Bogenwaffen werde ich auf keinen Fall leveln. Auf keinen Fall. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder hier hin. Ist einfach zu gut. Ist einfach zu gut. Schloss knacken, das wird auch noch wichtig. Wie gesagt, später gibt es tatsächlich Missionen, wo man mit ihr allein unterwegs ist. Und dann gibt es auch verschlossene Türen, die du wirklich nur mit dieser Fähigkeit öffnen kannst, mit den Schlossknacken. Ja, er ist blind. Er ist blind. Der Typ hat jetzt gar nichts mehr zu melden. Ich treff kaum noch mal hier. Tja. You filthy pirate. So, wir sollen hier natürlich auch alles richtig erkunden. Wer jetzt glaubt, auch das ist nur ein kleines Versteck? Falsch gedacht. Das ist ein ziemlich großer Dungeon. Und der Jackie Chan war Prinz Nero. Ich kann nicht mehr weiter. Was ist los? Die Ungesehenen. Ihre Gegenwart ist hier stark. Die Ungesehenen leben unter Munaria, sofern es sie wirklich gibt. Wir müssen diese Insel verlassen, Eure Hoheit. Ich gehe nicht ohne mein Buch. Dann folge ich euch bis in den Tod. Das nenne ich mal Loyalität. Ja, wer zum Geier sind die Ungesehenen? Die leben unter der Stadt von dem Volk von Sangreal. Von den Munari. Ah, wer zum Geier ist das? Hier war auch gar nichts. Das ist jetzt so dramatisch. Nicht wirklich, oder? Das ist also Nehos Schiff. Wie will er das denn segeln? Wie will er das denn segeln? Ja, mit Magie? I don't know. Das ist ein Fantasy-Spiel. Vielleicht mit Magie. Wer weiß. Das Gerät weist eine Vertiefung auf, in die ein Edelstein passen würde. Das heißt, wir brauchen einen Edelstein. Und mit Hilfe des Edelsteins fährt das Schiff höchstwahrscheinlich los. Was ist jetzt mit den Ungesehenen? Das macht mir Angst, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Horrorspiel ist. Ja, und es wird später wirklich nur gruselige Gegner geben. Also, ich sag mal so, Horror, ja. Bisschen existent ist das in dem Spiel. Und Nachtschatten ist nicht mehr drauf auf der Waffe, leider. Komischerweise können die sogar zaubern hier, die Minari. Richtig nervig. Boah, ihr habt die einfach weggetreten, so. Du wirst ein Fußballstar, Maya. Ich hab den Kick gesehen. Das war Next Level. So. Wieder ein bisschen Blindheit draufpacken. Schon ist er blind. Das ist so overpowered, ich sag's euch. Ah, Sangreal ist so geil, ey. Nur ihre Defense und ihre Energiewerte halt nicht, also, ja. Ist halt squishy. Aber wir bekommen die Tiamua-Keule. Ja, man kann auch stumpf Waffen Maya leveln, aber guckt sie euch an. Das ist für mich eher eine Schwertkämpferin. Boah, hier liegen alles Knochen. Mensch. Nicht, dass es die Ungesehenen waren, die anziehen, heißen ja im Englischen. Ich habe das Spiel auch mal auf Englisch gespielt. Kann ich sagen, die Synchro ist nicht besser, nicht schlechter. Ich finde die Synchro in allen Versionen des Spiels sehr gut. Nur ich finde die Namen halt besser. Unseen, The Tempest. Naja. Dieses Skelett trägt einen Smaragdring. Hui! Kleiner Smaragdring. Der Ring scheint wertvoll zu sein. Entweder man kann ihn verkaufen oder es ist ein Questgegenstand. Naja. Was hat diese Leute umgebracht? Lebten die Worms von Tiamura in dieser Höhle? Grafikglitches lebten in dieser Höhle. Du hast gesehen? In den Augenhöhlen dieses Schädels befindet sich ein Juwel. Oh, Sangreal.
Ich würde jetzt nicht unbedingt das alles betatschen, diese Leichen, aber okay. Kleine Ruinen. Das Juwel scheint wertvoll zu sein. Na gut. Hört auf zu zaubern! Ihr seid doof! Lasst es doch! Boah, die blocken nur und zaubern nur. Nervig. Also diese Munari-Piraten sind ein bisschen stärker, weil sie eben noch zaubern können, was die anderen nicht können. Aber die hat's ordentlich zerlegt. Kann nichts finden, ne. Haben wir ja schon untersucht. Was ist das denn hier? Sesam, öffne dich. Gucken wir gleich rein. An der Gegner oder hat Maya nur wieder gezaubert? Gut, gucken wir jetzt meinetwegen schon rein. Goldener Kasten. Dieser Kasten enthält eine goldene Laute. Das ist hier von Timur wohl in den Deckel eingeprägt. Ach, guck. Damit könnte man, glaube ich, schon was machen, aber ich spar's mir erstmal auf. Bis wir noch andere Sachen haben. Piraten haben diese Waren von der Bastion gestohlen. Ein medivianischen Schiff. Medivar. Das ist auch eine Stadt aus Summoner 1. Ich glaube, es war so die Handelsstadt. Macht ja auch Sinn, wenn die das von der Handelsstadt, vom Handelsschiff geklaut haben, die Piraten. Von daher, ja. Es gibt ein Spiel in Summoner 1, aber man muss das Spiel nicht gespielt haben, um das zu verstehen. Miurkas Lied. Dieses Epos wurde zu Ehren von Miurka komponiert, einer berühmten Jägerin aus Tiomura. Das Gedicht ist dem Vater des Poeten Tuskat dem Dritten gewidmet. Ja, ein Song. Das wird mein neues Lieblingslied. Nicht wirklich. Wie seltsam. In dieser Mauer gibt es 4 kleine Schlüssellöcher. Aber es gibt weder Tür noch Schloss. Ja, das sind alles riesige Secrets im Spiel. Früher oder später werden wir die lüften. Nur leider erst gegen Ende des Spiels. Was? Von den Bastionen gestohlen? Von medivianischen Schiff, ja. Manchmal kann man auch was in den Fässern finden. Die Fässer stinken nach Bier. Sangre, ich freue mich, dass du Bier genauso hast wie ich. Zwischen diesen Knochen liegt eine Schatzkarte. Der Weg führt durch diese Tür. Sonst sowas hier? Ich hab so viel zu finden. Jetzt werde ich echt aufpassen, dass man nichts verpasst. Knochen. Knochen. Okay. Gut. Wie gesagt, da müssen wir am Ende des Let's Plays mal zurückgehen, um diese seltsame Tür zu öffnen. 4 Schlüsse werden benötigt. Das war richtig tricky. Muss mich nochmal schlau machen. Ich kenne das Spiel ja nicht auswendig. Wer bin ich denn? Das wäre mir zu heftig. Ich habe das nur einmal durchgespielt und einmal bei jemandem gesehen. Was führt euch nach Tiomura? Das ist schon lange her. Das Buch der Propheten. Ich mache euch ein Angebot. Ich verhandle nicht mit Dieben. Ich habe euch nie bestohlen. Aber jemand anders hat das. Und ich habe mir nur etwas von diesem jemand genommen. Jetzt wird Halassar angegriffen und ihr braucht meine Hilfe. Ihr schlagt also ein Bündnis vor? Redet keinen Unsinn. Ein Medevaner namens Krobelus führt die Invasion an. Er ist der Hierophant von Urat. Wir haben keinen Streit mit Medeva oder seinen Göttern. Habt ihr je vom Arenoget gehört? Ich bin nicht hierher gekommen, um Theologie zu diskutieren. Ihr seid weit weg von Halassar. Der Krieg ist vielleicht schon vorüber, bevor ihr nach Hause reist. Was schlagt ihr vor? Einen einfachen Handel. Ich werde euch das Buch geben und euch nach Halassar bringen. Dafür überlasst ihr mir Krobelus. Kann euer Schiff fliegen? Ja, ihr werdet im Morgengrauen im Palast sein. Aber zuerst müssen wir die Tore öffnen. Ihr werdet ein Juwel in meinen Gasträumen finden. Legt es auf den Balkon, der auf die Bucht hinausgeht. Ich muss an Bord noch Vorbereitungen treffen. Guck, ich hatte recht. Das Schiff fliegt mit Magie. Krobelus, Krobelus, wie er genannt wird. Ja, was ist das mit dem auf sich? Warum will er den unbedingt haben? Was ist das für eine Person? Wir werden es früher oder später herausfinden. Dieses Frachtgut wurde vor einem Schiff der Baramundi gestohlen. Ja, die Namen in den Spielen sind mir sehr schwer zu lesen, aber ich gebe mein Bestes. Dieses Frachtgut kam aus Munaria. Aus der Heimat von Zangrel.
gut, hier ist irgendwie so ein Kran. Ich denke nicht, dass wir damit was machen können. Ja, ist so ein Luftschiff. Jeden Fall Fantasy, nur dass es mit Magie fliegt. Sehr cool. Und dafür brauchen wir ein Juwel. Ein magisches Artefakt. Ich denke nicht, dass das Juwel war, was wir von Skelettern entrissen haben. Da müssen wir nochmal schauen. Aber wir haben uns hier auch noch nicht gut umgeschaut. Lass sie nicht entkommen! Ja, ja. Dann gebt euer Bestes. Davon sehe ich nämlich jetzt aktuell noch nicht viel. Oh, warum geht ihr denn alle auf mich? Oh, kommt der denn jetzt weg? Gemein. Richtig gemein. Aber Sangreal ist einfach nur One-Man-Army. Beide gleichzeitig getötet. Wenn Maya heilt, kann ich eigentlich nur Button smashen. Weil die nicht so viel Schaden machen, dass sie mich töten würden. Oh Gott, Leute, viel zu viele Wege. Guckt euch das an. Es sind wirklich zu viele Wege. Was ist das? Diese Truhe sind nur schwarze Rosen und rote Scherben. Dann zieh dir auch mal eine schwarze Rose an. Nicht deine Lieblingsfarbe, wie? Scheinbar nicht. Okay. Gut. Hier geht's runter, hier geht's hoch. Gehen wir erstmal runter. Ich hoffe nicht, dass wir hier schon waren, aber... Nee. Oh Gott, da ist die Verräterin, die wir finden sollten. Dama Sivora, ihr dient mit Vertrauen und Mut, wie ich sehe. Habt ihr keine Lakaien mehr, die Botendienste für euch machen? Ihr habt das Buch der Propheten gestohlen. Ich nehme solche Dinge persönlich. Seid nicht so naiv. Ich habe das nicht für mich gemacht. Viele sind gegen euch und euren absurden Anspruch auf den Thron von Halassar. Ihr werdet euch vor eben diesem Thron für euer Verbrechen verantworten. Und möge Halassar euch aufgeben, wie ich euch aufgegeben habe. Ich werde nach euch schicken. Wenn ihr nicht hier seid, werden unsere Soldaten die Order erhalten, euch zu töten. Oh Gott. Gib mir das Buch. Wenn nicht, werden eure Soldaten euch töten. Nett, oder? Man kann sie unterhalten. Warum habt ihr das Buch gestohlen, Sivora? Warum habt ihr das Buch gestohlen, Sivora? Sagt sie nicht. Warum? Warum redest du nicht mit uns? Du blöde Kuh. Ah. Das ist Neros Juwel. Das brauchen wir, um weiterzukommen. Ein Juwel, das in Neros Gästequartieren gefunden wurde. Es gibt ein seltsames Leuchten von sich. Für das Airship. Oh, lecker. Was ist da denn für eine Suppe drin? Ich will es gar nicht wissen. Diese Truhen enthalten die Habseligkeiten von Dama Sivora. Ja, einfach beklauen. I mean, wenn die das Buch der Propheten geklaut hat, können wir die auch beklauen. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Isophils Geschichte von Galdir liegt auf dem Tisch. Okay. Dieser dekorative Wandschirm wurde in Orenia bemalt. Was mit dem Teppich? Ein unbezahlbarer Teppich aus Linele, der Hauptstadt von Medeva. Wie gesagt, so eine Händlerstadt. Und natürlich gibt es auch hochpreisige Ware. Macht ja alles an. Und sie hat gleich zwei von den Teppichen. Aber es war so eine richtige Rich Bitch, huh? Ich werde nach euch schicken. Wenn ihr nicht hier seid, werden unsere Soldaten die Order erhalten, euch zu töten. Ja, ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Gut. Hab ich euch jetzt? Oh Gott. Ich hab mich voll erschrocken. Jumpscare in einen RPG. Weißt du, eben waren die nicht hier und gehst jetzt hier ganz normal ums Eck und dann hab ich euch jetzt! Oh Gott. Was ein Spiel. Ich erschreck mich in einen RPG. Ich komm nicht drauf klar. Mach das nicht normal, okay? Mach das nicht normal. Das war ja richtig asozial. Was sollte das denn jetzt? Ich frage mich, was hier oben noch ist. Zack. Zack, zack, zack. Ich war jetzt die ganze Zeit im Hitstern. Der Hitstern in dem Spiel ist richtig asozial. Also wenn viele Gegner um euch rum sind, die euch die ganze Zeit stabben, kann man nichts mehr machen und stirbt. So viel ist der jetzt dann Summoner 2. Papierkreis. Ein Pergament in Form eines Kreises geschnitten. Könnt die Schrift nicht entziffern. Wird auch erst wichtig fürs Ende des Spiels. Warum man das hier schon findet? Keine Ahnung.
Prinz Nero hält sich für einen Philosophen. Ja, mit einer Weinflasche davor. Ich meine, die beste Philosophie kommt im alkoholischen Rauschzustand, oder was? Hey, was? Ja, im Alkoholrausch, da wird der Prinz Nero richtig zum Philosophen, wird richtig kreativ, ich verstehe. Das Theomoranische Buch der Reden liegt geöffnet auf dem Tisch. Dort steht zu lesen, entzündeten Feuer auf den Lichtstrahl durch Zauber oder flammendes Schwert. Das Feuer wird viele Monde lang brennen. Haben wir ja gemacht. Wofür ist das Feuer? Wofür ist das Feuer? Ihr findet eine Theomoranische Keule. Cool. Problem ist, ich habe die leider schon. Sammlung antiker Waffen. Sind zu zerbrechlich, um sie zu nutzen. Schade. Nur die eine Keule, die war noch intakt, oder was? Wie dumm ist das denn? Nero ist für einen Piraten sehr belesen. Die garnische Ketzerei, eine Chronik des Solerianischen Kreuzzugs, Berichte von der Inquisition. Ja, könnte meinen, der Prinz Nero ist ein Bücherwurm. Bestimmt alle geklaut, die Bücher. Ja, damals, da gab es noch keinen Google Books, da musstest du dir noch alles klauen. Die Aufzeichnungen eines Abenteuers liegen offen auf dem Tisch. Es war auf der Suche nach dem Schatz der Würmfürsten. Er hat die ganze Insel abgesucht, aber niemals den geheimen Hort gefunden. Ja, ich glaube, der geheime Hort ist diese Tür mit den Siegeln. Ich glaube, das war tatsächlich der geheime Hort. Tötet sie alle! Gut, dass ihr mich diesmal nicht erschrocken habt. Wirklich. Gut, dass ihr mich nicht erschrocken habt. Komm, stirb du zuerst. Munari sind die gefährlichsten, weil ich eben halt zaubern kann. Manchmal, wenn ich so meine Waffen schwinge, erwische ich auch jemanden, der rechts oder links steht. Ist ganz geil. Und? Ja. Einfach von hinten. In die Kehle, ey. So krass. Okay. Leute, ich glaube, das war's schon mit dem Versteck. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch was sein soll. Von da sind wir gekommen. Hier müssen wir jetzt hoch, um den Juwelen einzusetzen. Und dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal wieder nach Hallasar. Zu unserem Königreich. Gucken, was da abgeht. Das Gerät weist eine Vertiefung auf, ja. Genau, jetzt müssen wir es nämlich auswählen. Wie gesagt, ich finde das ein bisschen seltsam gemacht. So alles einzeln auswählen muss. Aber hey. Ich meine, wenn man sich dran gewöhnt, kann man damit leben, I guess. Ist halt, ist ja outdated. Sesam, öffne dich. Okay, Maya heilt sich erstmal. Ich glaube nicht, dass wir nochmal angegriffen werden. Ich soll jetzt nicht zu laut sagen. Hallo, Piraten? Nee, diesmal nicht. Gut, sehr schön. Ja, okay. Ach, da geht's nur zu den Totenköpfen. Mann, wie komme ich denn jetzt nochmal zu Prinz Nero? Mann, alles sieht gleich aus. Ich kann mir das doch wieder nicht merken, den Scheiß. Wait. Was ist das denn hier? Nix. Eine Wand. Eine Wand, die sehr seltsam aussieht. Aber da scheint kein Geheimnis zu sein. Los, Hengri. Auf zu Prinz Nero. Komm, wir nehmen mal, ja. Da ist er. Prinz. Mit meinem Flugschiff werdet ihr am Morgengrauen im Palast sein. Dann lasst uns aufbrechen. Ich werde mein Schiff anweisen, nach Hallasar zu segeln. Stimmt, unser Schiff steht ja auch noch. Die denken sich, oh, wann kommt der Maya jetzt wieder? Ja, per WhatsApp Bescheid sagen oder was? Wie soll es gehen im Mittelalter? Ich meine, wir haben keinen Boden oder so. Aber schon ein cooles Schiff, ne, von Nio. Sehr so ein futuristisches Luftschiff, nicht wie die von Sid. Guckt euch das mal an. Ist das schon fast wie ein Monster. Sehr, sehr futuristisch. Genau, jetzt sind wir hier auf Weltkarte. Können aktuell nur den Palast vor Hallasar auswählen. Nö.
Nerus Boot flog über das Meer wie ein Fischadler, der über die Wellen gleitet. Ich war noch voller Bewunderung für die Magie, da flüsterte Sangaril eine düstere Warnung. Nur die Ungesehenen, die geheimnisvollen Götter der Munari, konnten ein solches Schiff ersinnen. Wir erspähten die Ufer von Halasar im Licht der aufgehenden Sonne und unsere Wege trennten sich am Palast. Ich schulde Nero einen Gefangenen für seine Hilfe, muss seiner aber erst habhaft werden. Palast von Halasar. Jetzt können wir mal uns anschauen, wo sie eigentlich die Königin ist. Ich kann euch sagen, es ist sehr orientalisch angehaucht. Die Palmen sind am Dancen. Es ist so windig, dass die Palmen sich so bewegen. Irgendwie gruselig. Papagei! Oh Gott. Eure Hoheit, nennt der Priesterin der Kammer euer Begehren. Nachrichten von General Kosi? Unsere Armeen werden den Feind beim Grabmal bekämpfen. Der General erwartet eure Ankunft. Dann muss ich Taurgis finden. Wo ist er? Im Kampfraum, eure Hoheit. Sordama Kir wünscht euch ebenfalls zu sprechen. Ihr findet sie im Heiligtum. Hab Dank, Dama Bashra. Mit Vertrauen und Mut, eure Hoheit. With faith and valor, your grace, heißt es im Englischen. Irgendwie cooler, wie gesagt. Nerd. Ja, also wirklich sehr orientalisch angehaucht. Wirklich so richtig orientalischer Palast. In so einer Wüste. Hat was. Und mein Outfit passt perfekt zu diesem Spiel. Deswegen habe ich es auch angezogen. Cool, oder? Ich will ja meine Outfits immer passend zu den Spielen eigentlich. Oh, hey. Ich muss das hier aufpolstern lassen. Ach, Quatsch. Sieht doch schön aus. Wir fanden es billig auf dem Bazar. Ja, einfach auf Wish bestellt. Couch auf Wish bestellt. Hier schläft die. Jetzt auch mal deine Kissen irgendwie ausschlagen können. Sieht ein bisschen unordentlich aus. Aber ist so schön, der Palast. Wirklich. Feier ich. Ich finde das richtig toll. Dama Bashras Diener haben gerade das Bett gemacht. Naja. Ich hatte auf etwas weniger Blumiges gehofft. Stehst du etwa nicht auf Blumen? Ja, wir haben jetzt so unsere Palace-Tracht an. Im Palast hat man immer das Gleiche an. Im Spiel. Wait, ich glaube, wir sollten erstmal nach links gehen. Zu dieser Sudama Kia. Ich glaube, die war immer hier. Hier können wir, glaube ich, auch uns ein bisschen upgraden. Aber genau wissen tue ich es nicht. Ich würde das Geld auch lieber erstmal sparen. Ich spreche zum Grabmal auf. Taurgis und Sangaril werden mich begleiten. Euch stehen 50.000 Krieger zur Verfügung. Ihr müsst euch nicht die Hände schmutzig machen. Ich habe nichts zu fürchten. Ich bin die wiedergeborene Göttin Lahara. Fordert das Schicksal nicht durch eure Kühnheit heraus. Euer letztes Abenteuer war töricht und selbstgefällig. Ich fand das Buch der Propheten. Oder etwa nicht. Ihr seid die Königin von Halasar. Ihr herrscht auf das andere in eurem Namen sterben. Erzählt mir von dem Stein, den ich auf Teomura fand. Wie wurde ich zu dieser Kreatur? Wir reden bei eurer Rückkehr darüber. Nun müsst ihr den Ritus der Propheten sprechen. Sagen aktualisiert. Questaufzeichnung aktualisiert, ja. Schön. Lahara durchwanderte die Wüste der 30 Sonnen. Und in einem Stein fing sie alle außer einer. Im Sand säte sie die Saat, der Baum von Ele entwuchs. Aosi ist der Wind, der durch seine Äste rauscht. Aus Blut, Sand und einem Ast dieses Baumes schuf Lahara den Erstgeborenen. Im Königreich Halasar lebten sie und wir sind ihre Kinder. Mit eigenen Augen sehen wir den Wind, der in Eles Ästen singt. Der Wind wurde stärker, ein Sturm erhob sich und zerbrach den Baum von Ele. Lahara weinte, als sich die Nacht herniedersenkte und Dunkelheit ihre Kinder verschlang. Wie heilt man einen zerbrochenen Baum? Wie heilt man seine Äste? Lahara verließ Halasar, um das stille Geheimnis zu träumen. Im 9. Jahrhundert des 9. Zeitalters wird ein Kind mit einem Zeichen geboren. Lahara, Königin und Retterin.
Halasar wird sich aus dem Grab der Gerechten erheben, denn sie ist die wiedergeborene Göttin. So steht es geschrieben im Buch der Propheten. Ja, das, was hier erwähnt wurde, ist eigentlich die Intro-Cutscene. Da hat man es ja gesehen mit den Samen und dem Baum und wurde niedergerissen, wo dann der Sturm kam. Und Maia ist quasi die Göttin halt wiedergeboren als Königin von Halasar. Und das Witzige ist, da wurde ja schon Blut erwähnt und wir haben ja diesen Blutsamen bekommen, dieses Monster, diese Runen, die wir benutzen können, um uns in Monster zu verwandeln. Oh, cooler Grafikfehler. Liegt wahrscheinlich am Emulator, aber dafür sieht es overall besser aus. Ja, und da wurde erwähnt, dass es noch Sand, Äste und eine Auge wurde nicht erwähnt. Auf jeden Fall sind das noch die kommenden Summons. Tatsächlich. Baum. In dem Fall der Ast, das Auge und Sand. Das sind die Verwandlungen, die wir noch bekommen werden. Ich weiß nicht wann, aber in kürzerer Zeit. Tatsächlich. Sandmalerei ist wie ein Rätsel. Ein Sturm zerstört den Baum und fesselt das Böse in der Welt. Aus diesem Grund verschwand Lahara aus Halasar. Tja, jetzt ist Lahara ja wieder da. Wenn du Lahara bist. Lahara erschuf unsere Vorfahren, die Erstgeborenen. Die Elemente der Schöpfung sind Sand, Blut, Baum und Auge. Das sind unsere Verwandlungen. Dann gibt es noch den Forbidden 13. Summon, der hier natürlich nicht erklärt wird. Halasar bedeutet Land des Erstgeborenen. Cool. Voll schön. Diese Wandmalereien erzählen die Geschichte von Lahara und dem Baum von Ila. Der Baum wuchs aus einem Stein und Lahara in der Wüste pflanzt. Den Lahara in der Wüste pflanzte, genau. Wie gesagt, ist alles, was wir im Intro des Spiels gesehen haben. Das war ja ein bisschen mysteriös, ich habe das auch nicht wirklich erklärt, weil es erst jetzt richtig erklärt wurde. Ich lasse die Story das so ein bisschen für sich erklären. Weil alle Fragen im Laufe des Spiels logischerweise beantwortet werden. Warum soll ich schon alles vorwegnehmen und spoilern? Das ist ja Quatsch. Vor 20 Jahren verkündete Surdama Kia, ich sei die wiedergeborene Lahara. Sie sagte, ich sei zurückgekehrt, um den Baum von Ile zu heilen. Wenn ich nur wüsste, wie. Tja, find's heraus. Lahara, Lahara Croft. Lara Croft. Hier ist das Buch der Propheten. Die Orakel schrieben erst vor tausenden von Jahren aus dem Fall des alten Halasar. Das Buch enthält die Prophezeiung, die ich erfüllen muss. Sollen wir Ritus der Propheten sprechen? Nee. Ich glaube, ihm fehlt nur die Cutscene wiederholt. Ihr seid die Königin von Halasar. Ihr herrscht auf das andere in eurem Namen sterben. Tja, so ist das, wenn man Königin ist. Ist doch nur neidisch, dass mir der ganze Saftladen hier gehört. Und dieses wunderschöne Schloss. Boah. Ohne Witz. Ich will mit Maia irgendwie tauschen. Ich will auch eine Königin sein. So ein Schloss. Boah. Einfach nur schön. Klar, man hat nervige Pflichten und gefährliche Abenteuer zu erleben. Aber ganz ehrlich, dieser Palast, der ist doch alles wert. Guck, hier schließt sich der Kreis. Der Palast ist so schön gemacht. Und der Palast hat auch ziemlich viele Sidequests, die alles mit Königinnenpflichten zusammenhängen. Ist wirklich toll gemacht, das Spiel. Gott, wie die Menschen aussehen. Siban. Ist es nicht ein wunderbarer Tag, eure Hoheit? Ich dachte, ein Spaziergang im Garten wäre wunderbar. Gott, wie die aussehen. Vor allem, die haben alle Glatze. Warum habt ihr alle Glatze? Hier herrscht der internationale Haarausfall. Sie ruhen das. Spielfehlen. Nicht fantastisch, eure Hoheit. Ich fühle mich zurückversetzt in das alte Halasar. Spielt er so Oldschool-Lieder oder was von früher? Cool, das soll das Girl sein. Warum sehen die alle so komisch aus hier in Halasar? Warum siehst du anders aus, Maia? Basi, eure Hoheit, nichts täte ich lieber, als den Tag mit euch zu verbringen. Wen kommt noch mit? Noch ist es ja ungefährlich. Fehlen. Die von mir gespielten Lieder wurden zur Zeit des alten Halasar geschrieben, eure Hoheit.
Wie haben sie überlebt? Die Brudelmeister schrieben sie auf. Einige Lieder haben die Kraft, Wunder zu wirken. Die Lieder sind also magisch? Das Bodril ist ein heiliges Instrument. Nein, Cecile, Mayonnaise ist kein Instrument. Okay. Lahara spielte es, als sie uns aus Blut und Sand schuf. Wenn ich ein Lied fände, würdet ihr es für mich spielen? Nichts tät ich lieber, eure Hoheit. Haben wir nicht schon ein Lied? Wir haben nur ein Lied, oder nicht? Ich glaube, das ist ein Lied für die Insel von Timur und nicht für den Dulli. Ja, lustigerweise wird hier was geöffnet und dort kriegen wir Level Up für eine Beschwörung. Habe ich jetzt mal vorweggenommen, eiskalt. Hate mich, aber tut es wenigstens aufrichtig. Ja. Diese Bäume sind als Empyrealien bekannt. Ja. Sie sind in den Wäldern des alten Halassar heimisch. Sind die letzten ihrer Art. Oh shit. Und wer ihr gießt die Blumen nicht richtig, die Bäume. Wer ihr macht das nicht richtig. Dann werdet ihr einen Kopf kürzer gemacht. Ja, ich bin eine tyrannische Queen. Aber das Witzige ist, wir haben später noch so Quests, wo wir wirklich auch richtig krasse königliche Entscheidungen treffen müssen. Das wird so cool. Guckt ihn an. With faith and valor, your grace. Okay. Oh Gott, ich glaube, die wollen schon Geld. Großer Seneschall. Eure Hoheit, wir hatten eine schlechte Ernte. Die Straßen sind voll wütender, hungriger Menschen. Halassar lässt sein Volk nicht verhungern. Dann müssen wir mehr Nahrungsmittel importieren. Wir brauchen 200 Goldstücke, um die Kornspeicher aufzufüllen. Gut, wir haben 1203. Dem war es immer. Dafür bekommen wir Erfahrungspunkte. Nett, oder? Mit Vertrauen und Mut, euer Hoheit. Dama Chiro. Ich find's lustig, wie die Männer gefühlt alle gleich aussehen und die Frauen alle gleich aussehen. Ja, eigentlich seltsam hier in Halassar. Ist hauptsächlich nur in Halassar so. Ja. Eure Hoheit, nennt der Priesterin der Heiler eure Begehren. Zu viele meines Volkes leiden und sind krank. Wie können wir den Kranken helfen? Kann es sein, dass Halassar komplett dem Bach runtergegangen ist? Keine Nahrungsmittel, alle sind krank, allen geht scheiße, alles ist kacke. Bestimmte Pflanzen besitzen Heilkräfte. Heilpflanzen sind zwar selten, wir können genug anbauen, um vielen zu helfen. Ein derartiges Unterfangen würde 80 Goldstück kosten, ist ja nix. Ich selbst werde euch das Gold geben. 100 Erfahrungspunkte, ist nicht viel, aber hey. Faith in Quella, your grace. Ich liebe diese Aussicht. Ich könnte ewig hier draußen verweilen. Willkommen zu Hause, eure Hoheit. Wir haben euch schrecklich vermisst. Hasta la vista. Der heißt echt Hasta. Okay, wir haben schon wieder ein Level up. Das heißt, wir skillen jetzt. Und zwar... Krieger haben wir bekommen. Lockfeind von seinem aktuellen Ziel weg. Nee. Wir machen Schwertwaffen und Nekromantie, I guess. Damit machst du nichts falsch. Okay. Ich find's so lustig, du gehst an ihm vorbei und die direkt... Was will ich so tun, als würden wir hier Wache stehen und arbeiten? So bescheuert. Oh, guck mal, wie magisch das aussieht. Wie so eine Zaubererkammer. Das ist so toll, der Palast. Ich liebe es. Hier wird später die schwerste Challenge im Spiel aktiviert. Das Gesicht von Lahara. Geschnitzt in den Tagen des alten Halassar. Ähnlichkeitsvorhanden, meint ihr nicht? Ja, voll. Du siehst aus wie eine Medusa. Außer ihr Haar natürlich. Hallo, ihr seht aus wie eine Medusa. Wo ist da Ähnlichkeit von? Ach Mensch, Maya. Kauf dir mal einen Spiegel. Du hast nämlich keinen Spiegel im Palast. Der gibt später das Labyrinth der Alten oder so heißt das. Das ist der ultimative Bonus der Anten. Und wenn man den geschafft hat, gibt es auch den geheimen 13. Summon. Das dauert halt. Damaheras.
Eure Hoheit, nennt der Priesterin des Siegels euer Begehren. Ich werde mir die Bittsteller jetzt anhören. Ich werde den ersten Bittsteller ausrufen. Okay? Das meine ich halt. Sollen wir uns anhören, was das Volk zu sagen hat? Und das Spiel ist abgestürzt. Ich liebe alles. Gut, dann bis gleich. Tja, Leute, jetzt ging's komischerweise. Naja, ich hab da nochmal schnell hingespielt. Zum Glück kann man in dem Spiel Cutscenes überspringen. Ging sehr schnell. Wirklich. 8 Minuten. Nur das Blöde ist, jetzt haben die Piraten kein Gold gedroppt. God damn. Jetzt hab ich fast gar kein Geld. Naja. Ältester Kubel aus der Stadt Olymdia. Was führt euch in den Palast, ältester Kubel? Volk von Olymdia wünscht euch zu Ehren, eure Hoheit. Wir werden eine kolossale Statue in der Stadtmitte bauen. Alle sollen die Größe unserer Ergebenheit sehen. Eine kolossale Statue scheint mir wenig notwendig zu sein. Was wollt ihr von Halassar? Nichts, eure Hoheit. Nur eine einfache Wahl. Sollen wir die Statue für Maia, die Kriegerkönigin, bauen oder zu Ehren des Kindes der Prophezeiung? Die Antwort ist offensichtlich, ja, natürlich. Das Kind der Prophezeiung. Hauptsache, die Statue ist mir gewidmet. Ja. With faith and valor, your grace. Ja. Jetzt kommt der nächste Duli. Admiral Soradin. Tragt euer Anliegen vor, Admiral. Eure Hoheit, ich überreiche euch dieses Memento meiner letzten Reise. Goldenes Rauchfass erhalten. Also, ich bin nicht Raucherin, aber danke. Ein Artefakt von Soradins Reisen. Das Rauchfass scheint sehr wertvoll zu sein. Kann man wahrscheinlich verkaufen für Geld, aber ich fahre halt sowas in der Regel. Fahre mich lieber halt 5 Jahre, bis ich Sachen verkaufe, weiß nicht. Ich will keine Sachen verkaufen. Wo habt ihr das gefunden? Weit im Süden entdeckte ich eine verborgene, schon lange verlassene Stadt. Es gab mehr Schätze in diesen Ruinen, als ich tragen konnte. Ich plane eine Expedition und brauche mehr Schiffe. Vielleicht hat Alessa einige übrig. Ja, ich zahle mal 300 Goldstücke und gebe euch 3 Schiffe. Ihr seht, ich habe nicht mehr so viel Geld, ne? Habt Dank, eure Hoheit. Wenn ich zurückkehre, werden meine Schiffe reich an Schätzen sein. Hoffentlich werde ich dadurch auch reich sein und davon profitieren. Sonst hätte ich ja die 300 Gold nicht gegeben. Es gibt keine Bittsteller mehr, eure Hoheit. Sehr schön. Es gibt auf jeden Fall hier noch Secrets im Palast und zwar hier. Soll erst mal drauf kommen. Secret Door. Geht noch nicht. Also später ist da auf jeden Fall ein Secret oder war es nur hier? Hier war es. Na, guck an. Und hier bekommen wir das Kanda. Magiekraft plus 3, Ausdauer plus 5, Stärke plus 8, Schnelligkeit minus 5. Geil. Aber nur für Torges. Ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ich liebe den Typen einfach. Ist so ein typischer Krieger. So ein richtiger Kloppy-Typ. Tanky, hau drauf. Und richtig coole Moves. Ich liebe den Typen. Der ist richtig gut. Den werdet ihr auch lieben lernen. Der ist echt cool. Torges for President. Wahrscheinlich ist deine nächste Mission schon am Start. Sollen wir jetzt hier auch irgendwie treffen? Ja, aber dass hier nichts ist. Nö. Na gut. Kann ich es nicht ändern, ne? So, da oben können wir noch gucken. Hallo, Sangrel. Was macht ihr hier? Taurgis und der Rat sind nicht erfreut über meine Gegenwart. Ihr seid meine Freunde und ihr seid in meinem Palast willkommen. Mein Clan hat mich geschickt, euch zu töten. Das ist Jahre her. Wie lange kann man gegen jemanden einen Groll hegen? Sie wären Narren, einer Auftragsmörderin zu trauen. Als Auftragsmörderin seid ihr sehr schlecht. Sie sollten dankbar sein. Oh, für die Schutz. Hat Syrdama Kir euch mehr über die Runensteine erzählt? Die Runen müssen warten. Es gilt, eine Schlacht zu gewinnen. Taurgis wird nicht erfreut darüber sein, dass ich mitkomme. Unsinn. Er wird begeistert sein. Oh, die Schotze, ey. Für eine Auftragsmörderin seid ihr kacke.
Ja, weil sie hat uns ja in Part 1 gerettet. Ja, und dadurch, dass sie uns gerettet hat, sollten die alle mal ein bisschen netter zu Sangreal sein. Hallo? Best Girl. Richtig gute Assassinen. Also gegen die Gegner hat sie sich eigentlich mit Bravour gezeigt. Also wirklich, sie war echt fantastisch. Ich denke nicht, dass wir die jetzt hier unterstützen können, ne? I have no money. Unsere Schatzkammer ist leer, Eurohoheit. Wir können nur die Zinsen unserer Schulden tilgen. Wir müssen den Handel innerhalb des Königreichs verbessern, Straßen und Brücken reparieren, Tarife und Maße vereinheitlichen. Wir haben das nicht. Wir haben nicht die Mittel, Eurohoheit. Wir haben nix. Wir können nix. 500 Gold, ja klar. Hab ich nicht. No money. Eure Hoheit, nennt der Priesterin des Geistes euer Begehren. Unser Volk hat so viel ertragen. Wir sollten ein Fest ausrichten, um es fröhlich zu stimmen. Eine wunderbare und großzügige Idee, Eure Hoheit. Wir brauchen 80 Goldstücke. Ja, die habe ich noch gerade so. Yay. Yeah. Mit Vertrauen und Mut, Eure Hoheit. Also manche wollen nicht viel Cash und manche nicht. Händler. Eure Hoheit, meine Karawanen sind gerade zurückgekehrt. Soll ich euch zeigen, was sie gebracht haben? Ja, ich könnte mal sich Tränke kaufen, alles schön und gut. Könnte sich Schriftrollen kaufen, alles schön und gut. Mach ich nicht. Oh, hier gibt es sogar noch Ketten und so zu kaufen. Da ist der Torge schon. Voll der Spoiler. Kann auch Sachen verkaufen. Ich guck mal, ob ich irgendwas doppelt habe. Tatsächlich nicht. Dann werde ich nichts verkaufen. Weil ich einfach mit den Drops diesmal Pech hatte. Sad but true. Ich hatte einfach Pech mit den Drops. Gut. Jetzt halt die Frage, was hier oben noch war. Sollte ich mir nochmal kurz anschauen. Ja, und diese Quests innerhalb des Schlosses, wo man Sachen spenden muss, ja. Erfordert sehr viel Farming. Ach, das ist nur die Sache. Ja, okay. Erfordert sehr viel Farming und so. Aber später gibt es echt eine gute Möglichkeit, an Geld zu kommen. Deswegen sollte ich jetzt eigentlich auch sparen und die nicht mehr supporten. So hart, wie es auch klingen mag. Ja. So werde ich es machen. Ich werde nichts mehr spenden. Einfach aus Gründen. Wirklich. Es hat seine Gründe. Guck, jetzt kommen wir hier wieder raus. Der Kreis schließt sich. Müssen wir nicht zu Torges? Wo soll er denn sein? Torges! Where are you, sir? Hey, jetzt mal ernsthaft, wo ist der? Hauptmann Timer. Hoheit! General Cozy erwartet uns am Grabmal! Sollen wir aufbrechen? Entschuldigt, Hauptmann Timer. Ich muss mit Torges reden. Mit Vertrauen und Mut, Eure Hoheit! Ja, und wo ist Torges? Kann mir jetzt jemand mal erklären, wo der Typ ist? Wo hält er sich auf? We will see. Ich weiß echt nicht, wo der Typ ist. Ja, wo soll er denn sein, der Torges? So, wir sind in so einem Kampfbereich, wo er so ein bisschen übt und versucht, besser zu werden im Kampf. Aber wo soll es denn sein? Wir waren doch jetzt überall. Wir waren doch jetzt überall im Palast. Mensch. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Ist mal ernsthaft. Torges! Oder war der hier? Oh ne, hier waren wir noch gar nicht. Hä, wie konnte ich diesen Raum übersehen? Manchmal bin ich auch ein bisschen blind. Hier ist ein grausiges Buch. Die Geschichte der falschen Königin, die Anspruch auf den Thron von Halassa erhoben haben. Vor hunderten von Jahren erhob die Hexe Isaris Anspruch auf den Thron von Halassa und machte eine Krone. Jeder, der diese Krone trug, wurde von ihrem Geist besessen. Oh, eine verfluchte Krone. Die Krone konnte nur zerstört werden, wenn sie in einen Abgrund geworfen wurde, der bis zur Mitte der Welt reicht. Ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ne? Der Ring. Ist in dem Feuer von Mordor brennen. Jemand versteckte ein Pergament in einem dieser Bücher. Das Blatt ist mit Noten bedeckt. Ach, ein Lied. Guck an. Diesen Lied reist ein Held nach Norden und erlebt viele seltsame Abenteuer. Da können wir nochmal zu den Sänger gehen. Das freut mich natürlich. Also hier alles zu untersuchen lohnt sich schon. Sagt's plötzlich, ich habe keine Zeit zu lesen. Guckt sie aber genau die Bücher an, ne? Wie kommt das denn hierher? Wozu dient das? Magischer Kreis 1.
Wie gesagt, erst am Ende des Spiels ist wichtig. Die Diagramme bieten eine schrittweise Anleitung für das Zeichnen eines magischen Kreises. 6 Rahmen sitzen um die Kreislinie des Kreises. Dame Koro hält unsere Bibliothek in Ordnung. Schön. Ich steig trotzdem nicht dadurch. Es viel zu viele Bücher. Kaiser Keterien Fendin Noversarem in den Seiten dieses Buches. Torges hat diese Geschichte wieder und wieder erzählt. Aber wie hat Githerin das geschafft? Der Kaiser behütete seine Geheimnisse sorgfältig, aber es fehlt eine Seite im Band. Ja, und die Seite müssen wir irgendwann finden und dann ist das tatsächlich ein Secret Level im Spiel. Okay. Sammeln schon mal einige Quests. Aber wie gesagt, viele der Quests kann man erst am Ende des Spiels lösen. Das ist ein bisschen komisch gemacht, weil man im Laufe des Abenteuers immer wieder Puzzleteile für diese einzelnen Quests findet. Ist echt gut verstreut. Man muss wirklich sich perfekt umschauen, um alles zu finden. Das Buch der Parasiten und Rigiziden. Hier steht etwas über Teomura. Pati hat Buch des Vatermords erwähnt. Der Vatermorde. Ein Absatz in diesem Buch erzählt die Geschichte der Tyrannenschwestern Afra und Ertha. Sie mordeten ihren Vater, einen Würmfürsten, und rissen den Thron von Teomura an sich. Das Inselvolk wandte sich gegen sie. Naja, Teomura hat erfahren, dass die Wormlords ihre Töchter immer geopfert haben. Kein Wunder, dass die Töchter jetzt sich gedacht haben, ne. Wir machen jetzt Aufstand, drehen den Spieß um. Noch ein Papierkreis. Krass. Nicht schlecht. Gut versteckt. Aber hier ist Torges ja auch nicht. Oh, wo ist der Typ? Torges, wo versteckst du dich? Oh Mensch, wo ist der denn jetzt? Der Doofkopf. Wo hat er sich versteckt? Jetzt so ernsthaft. Ich war doch jetzt überall. Hey, Torges. Oh, dieser Doofkopf. Wo ist der? Wo soll der sein? Ich muss da irgendwo im Bereich sein, wo ich tatsächlich noch nicht war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hey? Torges. Gott, ich suchte mal offscreen. Bevor wir zu Torges gehen, erstmal das Lied. Das Bodrill ist ein heiliges Instrument, eure Hoheit. Wenn ihr ein Lied findet, möchte ich das für euch spielen. Genau, Mjokas Lied. Theomorische Laute, das will nicht richtig sein. Wir haben doch nur so ein Heldenlied oder so bekommen. Da. Ein Lied, das für einen Bodrillmeister des alten Halassar komponiert wurde. Der spielt ja Lieder des alten Halassar. Ha. In diesem Lied reist ein Held nach Norden und erlebt viele seltsame Abenteuer. Voll schön. Und dafür bekommen wir tatsächlich ein Item, und zwar die Stärkekette. Da freut sich der Torges. Das ist auf jeden Fall, was Torges geben werde. Das Lied hat mich ein bisschen an Guild Wars Prophesies erinnert, an das Anfangsgebiet aus Ascalon. Es hat ähnliche Vibes gehabt. Scheint jetzt hier drin. Torges! Oh. Da waren wir noch nicht. Wer liegt im kaiserlichen Grabmal begraben? Bitte, keine Lektionen mehr. Antwortet. Pedantischer Windbeutel. Ihr behandelt mich wie ein Kind. Die Antwort lautet Githyran der Erste. Ihr seid unmöglich. Und was hat Githyran erreicht? Er verbannte die Nuvasarim. Hervorragend. Und er gründete das Reich Galdir, das diese Länder 2000 Jahre lang regierte. Bis Maya, das Kind der Prophezeiung, den Thron von Halassar im Alter von 4 Jahren als wiedergeborene Göttin Lahara bestieg. Ach, was soll das?
Ah, eure geschichtliche Unkenntnis ist schrecklich. Hat Bascha euch die Nachricht überbracht? Wir werden die Medevaner beim Grabmal bekämpfen. Informiert Hauptmann Talma am Palasttor, wenn ihr bereit seid. Sangaril kommt mit uns. Wirklich? Das Grabmal ist ein Familiengrab. Ich hoffe, sie ist kein Waschlappen. Ja, Torges versucht immer Sangreal so ein bisschen zu dissen, weil er ist halt so der Straight-Up-Krieger-Typ, der einfach draufkloppt und Sangreal ist so, die ein bisschen taktisch agiert, aus den Schatten agiert. Weil die beiden verstehen sie nicht wirklich gut. Aber hey. Wir werden beim Grabmal gegen die Medevaner kämpfen. Sprecht mit Hauptmann Talma, wenn ihr bereit seid. Er erwartet euch am Palasttor. Ich mag Torges, ich finde ihn echt toll. Wirklich so ein richtiger, typischer Kloppy-Typ, wie er im Buche steht. Waffenmeister. Oh, hier ist ein Trainingskampf. Hä? Okay. Fehlt euren Gegner. Oh, wir können gegen Sangreal kämpfen. Was soll das denn jetzt? Das ist aber lustig. Hä, hey, das ist ja richtig witzig. Ist geil, wenn das es geht. Das machen wir noch öfter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber hey, warum nicht? Oh, was ist das denn gemeines? Den Move kenne ich ja noch gar nicht. Ja, aber ihr seht das Feuerschwert und so. Maya ist im 1 gegen 1 definitiv besser als sie. Gut, gegen Torges traue ich mich nicht. Schade, dass dafür nichts gibt. Gut gekämpft, ihr habt gewonnen. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich glaube, das machen wir später mal mehr Charaktere gegen alle einen Trainingskampf. Das ist cool. Gut, ihr Lieben, jetzt müssen wir nur dahin zurückkehren, wo wir eben waren. Und zwar bei dem Bereich, wo der gesagt hat, ja, red erst mit Torges. Der ist am Fighten, der ist am Trainieren. Genau bei dem Typen, ja. Hier beende ich auch den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, falls ja, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!